20. November 1837 gilt als Geburtsstunde der Eisenbahn in Österreich. An diesem Tag fuhr die erste Dampfeisenbahn mit geladenen Gästen auf der 13 Kilometer langen Strecke der Kaiser-Ferdinand-Nordbahn zwischen Floridsdorf und Deutschwagram. Dieses denkwürdige Ereignis wurde im heurigen Jahr schon des Öfteren gefeiert. Natürlich durfte der eigentliche Geburtstag, der 23. November, nicht fehlen. Und dies mit einer Jubiläumsfahrt eines Dampfsonderzuges. So hätte sollen, so der Plan, ein Dampfsonderzug sich um 10.30 Uhr vom Floridsdorf nach Deutschwagram in Bewegung setzen. Ja, nur meistens kommt es anders und zweitens als man denkt, denn diese Dampfmaschine, diese altehrwürdige Dame, hat heute ihren Dienst versagt. So blieb nichts anderes übrig, als auf den ÖBB Cityjet umzusteigen und halt mit dem Cityjet von Wien-Floridsdorf nach Deutschwagram zu fahren. Aber immerhin trug der Cityjet den Namen Floridsdorf. In Vertretung des Bürgermeisters, der leider heute kurzfristig erkrankt ist. Ja, das Tagesgeschehen muss weitergehen. Auch da sieht man die Veränderung zu 180 Jahre Bahn, so schnell fuhr sie früher nicht. In Vertretung des Bürgermeisters der Stadtgemeinde Deutschwagram dürfen wir heute hier Franz Spehn begrüßen, den Kultur- und Umweltstadtrat. Ich darf jetzt noch einmal herzlich begrüßen den Bezirksvorsteher Floridsdorf, Herrn Georg Papay. Auch nochmals begrüßen darf ich den niederösterreichischen Landesrat Karl Wilfing und ÖBB-Vorstand Evelyn Paller. Allen voran darf ich jetzt das Mikrofon gleich weitergeben für die Begrüßung durch die Stadtgemeinde an den Herrn Spehn. Dankeschön. Herzlichen Dank, Herr Haslinger. Herzlich willkommen hier im wunderschönen Deutschwagram. Ja, 180 Jahre Eisenbahn, Dampfsonderzug war angesagt. Heute um 8 Uhr in der Früh bin ich in der Dusche gestanden und habe einen Anruf gekriegt von der Gemeinde. Du, der Bürgermeister, ist erkrankt, du darfst ihn vertreten. Kurz darauf habe ich einen Anruf gekriegt. Wir brauchen 5 Kubikmeter Wasser um 11 Uhr hier für den Dampfsonderzug. Ich habe die Fähre organisiert im Bauhof, volles Programm. Ja, um 10 Uhr habe ich einen Anruf gekriegt, der Zug hängt in Schleimbach, er kommt doch nicht, jetzt kommt der Cityjet, habe ich die Fähre abbestürzt. Life is life. Ja, es freut mich, dass es so zahlreich erschienen sind. Es wird jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt alle Ehrengäste begrüße. Unser Landesrat Carlo Wilfing, ganz ein wichtiger Mann in Niederösterreich, es freut mich, dass du wieder mal bei uns bist. Du setzt ja immer sehr massiv für die Verbesserung des öffentlichen Verkehrs ein. Unser Vizepräsident der Museumsgesellschaft, Rupert Derwitsch, und unser Präsident der Museumsgesellschaft, Viktor Jirko. Herzlich willkommen! Ja, vor 180 Jahren wird es wahrscheinlich so ähnlich ausgeschaut haben, nicht ganz so modern. Denn Schwagram war ein kleiner Ort, relativ weit weg. Die Eisenbahn war sehr gefährlich, es war Feuergefahr, man hat Angst gehabt vor der Geschwindigkeit. Man hat die Eisenbahnstation einfach ein Stückchen weiter rausgebaut. Inzwischen ist Deutschwagram gewachsen, wir haben 8.500 Einwohner. Deutschwagram ist sehr attraktiv geworden und es ist ein großer Verdienst der ÖBB, dass eben diese Zugverbindung ist, wo man in einer Viertelstunde in Wien ist und dort einfach alles machen kann. Es ist eine historische Stunde insofern, als wir eben genau vor 180 Jahren diese erste Sonderfahrt von Floridsdorf nach damals noch Wagram hier hatten und das auch als die Geburtsstunde der Eisenbahn
in Österreich gilt und so gesehen dieses Floridsdorf Deutsch-Wagram gerade für die Eisenbahn eine besondere Bedeutung hat. Wenn man sich das etwas historisch betrachtet, und lassen Sie mich das kurz tun, dann ist es ja so, dass es wie immer ursprünglich wirtschaftliche Interessen waren, die dann zu dieser Mobilität der Bahn geführt haben und natürlich gleichzeitig eine Innovation, die damals in England erfunden wurde mit der Dampfmaschine, sodass 1822 in England die erste Dampfmaschine als Eisenbahn unterwegs war. Zu dem Zeitpunkt hat man bei uns noch aus wirtschaftlichen Interessen, man wollte unbedingt das Salzkammergut wegen des Salzes Donau-Moldau verbinden, war das damals noch eine Pferdeeisenbahn, die am Beginn stand und eben dann 23. November 1837 hier diese Strecke, damals als Kaiser Ferdinand Nordbahn gegründet und das zeigt auch die Bedeutung, die sie damals hatte, die damalige Nordbahn, entschuldigen Sie diesen saloppen Vergleich, war die heutige Westbahn. Das heißt, die damalige wichtigste wirtschaftliche Verbindung war natürlich die Nordbahn, damals noch privat geführt. Danke ich mich bei der Frau Vorstandsdirektorin Evelyn Baller, aber der gesamten Österreichischen Bundesbahn, weil eben hier in diese Nordbahn auch in die Zukunft sehr viel investiert wird und wir insgesamt hier in den nächsten Jahren bis 2026 knapp 600 Millionen Euro investieren wollen, um die Bahn noch schneller zu machen. Das heißt also hier natürlich einerseits 160, aber ich sage jetzt von Angern bis Prag wird es in Zukunft sogar mit 200 km/h möglich sein, daher natürlich die ganzen Eisenbahnkreuzungen zu modernisieren haben und das ist immer eine wichtige Frage, die dann sofort jene Menschen stellen, die im Bezirk Gänsendorf zu Hause sind, es wird keine Haltestelle geschlossen, denn diese Gerüchte tauchen auch immer wieder auf und egal wo ich in Gänsendorf unterwegs bin, wird immer gefragt, und was ist mit der Haltestelle XY, ich sage immer nein, die bleiben, also als dann die Bahn 1918, wir haben das gerade getestet, die Frau Vorstandsdirektor und ich, bei einem wichtigen Bahnwissenden, weil sie damals nicht als österreichische Bundesbahn begründet wurde. Und wir hatten sich die Frage gestellt, warum dann erst später? Das ging damals nicht, denn 1918 gab es noch in der Schweiz eine Privatbahn Önsingen-Balztal und damit war der Name geschützt. Und aus dem Grund konnte erst später ÖBB verwendet werden, als dann diese Privatbahn in der Schweiz nicht mehr fahren oder gefahren ist, weil es wahrscheinlich wirtschaftlich nicht interessant war und damit der Name frei wurde. Auch das sind oft interessante Sachen, die man hier im näheren Studium der Geschichte der österreichischen Bundesbahnen dann betrachten kann. Abschließend bleibt mir nur all jenen, die hier gerade für diese heutige Nordbahn so vieles geleistet haben in diesen 180 Jahren, dafür Danke zu sagen. Wir sind ja in Niederösterreich, das sage ich mir aus Überzeugung, das Bahnland Nummer 1. Jeder dritte Bahnhof, jeder dritte Bahnkilometer als Straße liegt in Niederösterreich. Und aus dem Grund sind wir derzeit wirklich bemüht, intensiv in diese öffentliche Verkehrssituation zu investieren. Und wir haben gerade vor, es ist erst 3 Wochen her, das wirklich umfangreichste Bahnpaket gemeinsam mit den österreichischen Bundesbahnen unterzeichnet. Es ist ganz, ganz sicher die ausgiebigste und die tollste Investition, die seit es den Verkehrsdienstvertrag gibt, mit einem Bundesland und den österreichischen Bundesbahnen abgeschlossen worden ist. Feiern werden, weil dann die Nordbahn eine der modernsten Strecken Europas sein wird und damit auch die Zukunft für diese Region hier hervorragend mitgestalten und mittragen kann. Alles Gute und zum Geburtstag alles Gute. Danke, Herr Landesrat. Da freuen wir uns schon dann auf die 200 Jahre.